Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute geht es wieder um ein Düftelvideo und zwar hat die liebe Jenny vom Shop Traumdüfte mir ihren neuen Restock zum Vorstellen zugeschickt. Jenny, falls ihr euch jetzt wundert, wir hatten doch gerade irgendwie vor 3 Wochen ein Video dazu, Birtchen, was da los? Ja, Jenny plant jetzt einen monatlichen Restock. Was ich sehr geil finde, muss ich sagen, weil man so regelmäßig einfach Dinge nachkaufen kann. Und wenn man vor allem irgendeinen Favoritenduft hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einfach irgendwie wiederkommt, sehr groß. Denn ich habe hier in diesem Restock einige Düfte, die ich schon seit 1-2 Jahren kenne von Jenny. Und das finde ich persönlich sehr cool. Und es sind definitiv auch neue Sachen für mich drin, was ich ebenfalls sehr cool finde, aber eben auch altbekannte Schätzchen und darüber freue ich mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ich werde euch alle Infos zum Shop unten verlinken und das Video kommt heute, alldieweil morgen Mittag, 12 Uhr, meine lieben Freunde, geht der Restock online. Also stellt eure Timer, stellt eure Wecker und setzt euch an die Klimperkisten. Genau, ich werde euch heute vorstellen, was als Restock einfach angedacht ist, was ihr für Produkte sehen werdet. Ich werde euch Formen und Preise auch nochmal unten in die Infobox verlinken, sodass ihr wisst, welche Form kostet was. Das finde ich auch immer sehr schön. Und ich werde heute auch ein bisschen genauer auf die Duftnoten eingehen. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Infos haben möchtet, dann hoffe ich, dass dieses Video euch gefällt. Also gebt dem Ganzen dann super gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass ihr gerne noch ausführlicher über die Düfte informiert werden wollt. So, dann labere ich gar nicht weiter rum. Ich würde sagen, wir schauen mal in den Restock. Ich greife mal einfach so in mein Kistchen und habe hier einen kleinen Melt Cup. Dabei handelt es sich um die Variante Frankenberry. Frankenberry kenne ich schon. Und Frankenberry, wie der Name es schon sagt, ist ein richtig beeriger Duft. Ich finde, es ist einfach ein richtig krasser Beerenzuckerduft. Ich rieche halt, ich würde sagen, Erdbeer-Blaubeer-Mix, relativ ausgeglichen, tendenziell ein bisschen mehr Erdbeere. Und ja, Zucker, Marshmallow, also einfach eine zuckrige weitere Note, keine vanillige Note, es ist für mich eher eine zuckrige Note. Und jetzt werde ich mal gucken, was die Jenny schreibt, was tatsächlich in Frankenberry ist. Frankenberry, eine süße Erdbeere mit Marshmallow Bits. Okay, ihr wisst Bescheid, das Bittchen riecht auch noch Blaubeere raus. Weil für mich ist das nicht nur Erdbeere. Erdbeere solo riecht für mich ein bisschen anders, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr schön und es ist ein richtig schöner Frühlingsbeerenduft. Dann habe ich hier einen Scentshot und zwar in der Variante Champagner Toast und auch diesen Duft kenne ich schon und diesen Duft liebe ich. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Der hat was richtig stark Fruchtiges. Das Toast darf euch hier definitiv nicht ablenken. Ihr habt hier kein Brot, keine Bakery-Note. Es ist einfach ein Champagner-Frühstück, würde ich jetzt mal nennen. Ihr habt hier eine richtig schöne hellfruchtige Note. Pfirsich, Nektarine, so diese Richtung. Und dann habt ihr was richtig schön zuckrig, brutzeliges. So dieses Sprudelige, was ihr beim Sekt habt. Oder Prosecco oder Champagner. Oh, ich finde den mega. Das ist ein richtig schöner, gute Laune, Sonntags-Brunch-Duft. Also der hätte auch super Sunday-Brunch heißen können, finde ich. Ich werde mal gucken, was die Jenny sagt. Champagner-Toast oder Champagne-Toast. Feiern Sie die guten Zeiten. Pop, klirren und funkeln mit einer sprudelnden Mischung aus Champagner, saftiger Nektarine und schwarzer Johannisbeere. Sie werden ein Glas dieses sehr lebendigen, temperamentvollen Duftes erwecken und feiern wollen. Prost! Und also ich muss euch sagen, die Johannisbeere nehme ich nicht wahr, aber alles andere würde ich sagen, kann ich relativ on point feststellen. Und das ist eine wahnsinnige Empfehlung als Frühjahrsduft. Der nächste Scentshot, Black Opium. Ich muss ja sagen, ich hatte Black Opium schon und das war für mich so eine Hassliebe, ja, persönlich. Also ich bin jemand, der sehr gerne sehr schwere, sehr süße, sehr opulente Düfte an sich mag und der war mir Grenzgang zu krass und zu
zu intensiv parfümig. Ich weiß, es ist ein Parfüm oder Parfum, aber es war ein bisschen zu krass fürs Bettchen. Und ich bin jemand, der sonst so Alien, Angel, Jean-Paul Gaultier, Manifesto, also wirklich auch schwere Düfte, mag ich gerne. Aber das war für mich, da war so ein Ton drin, den konnte ich nicht so verstoffwechseln. Wir gucken mal. Okay, ja. Okay, ja, es ist definitiv ein parfümiger Duft. Er hat auch was für mich von Black Opium. Es ist aber nicht Black Opium für mich. Black Opium riecht noch ein Ticken süßer und noch ein Ticken parfümiger als das. Es ist aber auch ein Parfum, ne? Also man darf das auch nicht verwechseln, dass es ein Duftwachs. Also es geht schon sehr in diese süß-parfümige Richtung, in diese leicht künstlich parfümige Richtung. Ich hoffe, ihr greift das auf, was ich da so versuche zu übermitteln. Aber ich bin gespannt, wie der warm ist. Ich kenne den jetzt auch noch nicht von Jenny. Ich weiß nicht, ob es ein neuer Duft ist oder ob ich ihn einfach noch nicht bestellt habe. Das kann durchaus sein. Wir schauen mal. Black Opium. Sie werden unsere Version dieses fabelhaften Duftes lieben. So süchtig wie dieser erste Schuss Koffein. Ein Kontrast zwischen hell und dunkel, faszinierend, verführerisch, berauschend. Ja, also wie gesagt, ich glaube, jemand, der Parfumdüfte als Duftwachs liebt, der wird den auch mögen. Meins persönlich ist es jetzt nicht zu 100%, aber ich kenne ihn auch nicht. Ich werde ihn definitiv warm testen und dann kann ich mehr dazu sagen. Dann kommt ein Make-up und zwar ist das der Hello Beautiful. Und ich muss sagen, ich finde den Titel Hello Beautiful irgendwie total süß und das ist für mich schon irgendwie Frühling. Ich weiß nicht warum. Wir gucken mal. Okay, das ist ein relativ sanfter Duft. Floral, cremig, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob Jasmin drin ist. Der ist sauber, süß, sanft, floral. Ich kann euch nicht die genauen Duftkomponenten sagen. Ich finde den aber sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist so ein Massenschmeichler. Den finden, glaube ich, viele schön, weil das so ein nicht aufdringlicher die Stimmung aufhellender Duft ist. Wir werden mal gucken, was die Duftkomponenten sind. Hello Beautiful. Dieser weiß schimmernde Blumenstrauß ist mit Tautropfen bedeckt, die für Frische sorgen. Ein Hauch Cassis wird durch fruchtige Töne, die sich mit frischem Grün und warmem Holz mischen, aufgehellt und entfaltet sich zu cremigem Moschus und goldenem Amber. Ja, also das ist, wie gesagt, ich hätte die einzelnen Komponenten hier so nicht rausgerochen, aber die Gesamtkomposition macht's für mich. Also das ist weder ein holzerner Duft, noch ist das ein vordergründig floraler Duft. Das ist einfach ein frischer, sauberer, gut riechender, gute Laune Duft. Hello Beautiful, gefällt mir sehr gut. Dann kommt One in a Million, da haben wir noch einen Parfum-Vergleich. Und zwar, riechen wir mal. Ja, ebenfalls wie der Black Opium parfümig, logischerweise. Was haben wir anders erwartet, Freunde? Der ist für mich ein bisschen floraler, ein bisschen femininer noch. Aber witzigerweise riecht man bei beidem diese parfümige Note auch raus. Ich kann ihn nicht so richtig greifen. Ich weiß nicht, welche Komponente das macht. Von den beiden würde ich diesen hier definitiv bevorzugen. Der ist für mich ein bisschen kuschelig parfümiger. Ich hatte One in a Million auch schon. Auch da, es war für mich ebenfalls so ein Ding. Ich fand den okay, habe ihn mir aber jetzt nicht nachgekauft, weil er mich nicht vom Schlitten geflasht hat, ja. Aber er gefällt mir auf jeden Fall gut und ein Ticken besser als Black Opium. Und da würde ich mal gucken, weil wir schauen mal, was drin steckt. Und das ist gefühlt die längste Beschreibung der Welt. One in a Million. Sie werden diesen wunderschönen Duft lieben. Feminin, romantisch, eine moderne Variante von zeitlosen weißen Blumen. Dieser Duft hat viel zu bieten. Er ist definitiv weiblich, hat aber einen super gesunden Duft. Es ist nicht zu blumig, da alle fabelhaften Rohstoffe miteinander vermischt sind. Noten von sizilianischer Bergamotte, Valencia-Orange und einem Hauch saftiger Zitrone. Die Herznoten von Jasminextrakt, Tuberose und Parma-Violett, noch nie davon gehört, also von Violett schon, aber nicht Parma-Violett, mit Kaschmirmoschus, Patchouli und Edelhölzern vervollständigen diesen einzigartigen sexy Duft. Und ja, der ist definitiv schön. Da freue ich mich, den ins Duftlämpchen zu schmeißen. Übrigens, kleine Info von mir für euch. Ich finde, dass
selbstgegossene Düfte am besten in Teelichtduftlampen rauskommen, weil ich habe festgestellt, dass die mehr Hitze benötigen. Wenn ihr eine Duftlampe habt, würde ich euch empfehlen, definitiv alles über 25 Watt ist cool. Alles, was da drunter ist, da werdet ihr viele Düfte nicht so wahrnehmen, wie die eigentlich wahrzunehmen sind. Also, da lohnt sich tatsächlich auch nochmal die Anschaffung einer Teelichtduftlampe für das Düfteln von Handmade-Duftwachsen. Wir machen weiter mit Peanut Butter Cookie. Da lässt es ja mein Foodie-Herz quasi höher schlagen. Wobei ich nicht nur ein Foodie-Herz habe, ich habe diverse Herzen, meine Freunde. Aber ich bin auch absolut eine Foodie-Nase und das ist genau meine Schublade. Wir gucken mal. Oh ja, das ist richtig schön Erdnussbutter als Keks. Ihr habt hier diese wunderschöne, leckere, crunchy Erdnussbutter, wo ihr halt auch ein bisschen Keks und so mit drin habt. So müsst ihr euch das vorstellen. Sehr, sehr, sehr lecker. Das ist ja so eine Empfehlung für Nussallergiker. Freunde, wenn ihr es nicht essen dürft, ballert es euch ins Lämpchen und erfreut euch eures jungen Lebens. Reichhaltige, warme Nusstöne mischen sich mit einem Cookie-Teig, Hamburger der, ne? Teigakkord, ne? Wisst ihr Bescheid. Um die Signatur des Duftes zu erzeugen. Anhaltende Töne von süßer Vanille und Ahornzucker vervollständigen diese Kreation. Und Leute, ich bin ja eine Maggi-Nase. Null Maggi. Bei dem Wort Ahorn, jede Maggi-Nase stellt da die Nackenhaare auf? Überhaupt nicht. Könnt ihr durchaus machen. Kein Maggi, einfach feinster Erdnussbutterkeks. Weiter geht's mit A Thousand Wishes. Ich bin der Meinung, ist das auch ein Parfümduft? Ich glaube, den hatte Jenny schon mal. Ich bin mir relativ sicher, aber auch nicht wirklich. Okay, das ist ein fruchtig-floraler Duft für mich. Der ist so ein bisschen wie der Hello Beautiful. Der kommt so mit hellen Blüten, ein bisschen Frucht. Aber was ist das für eine Frucht, die hier drin ist? Lecker. Ich kann es nicht definieren. Es ist ein fruchtig-floraler Duft. Sehr angenehm, sehr nasenschmeichelnd. Wir gucken mal, was drin ist. Ein schöner Duft. Wärmen Sie das Herz 1000-mal mit einer festlichen Mischung aus Champagner, Kristallpfingstrosen und Mandelcreme. Das mit dem Champagner. Es ist nicht dieser brutzelige Champagner wie bei Champagne Toast. Ganz und gar nicht. Also ihr habt hier nicht dieses prickelige, dieses leicht brausepulverartige, ohne das kindliche. Du verrennst dich. Du galoppierst irgendwo davon. Also es ist einfach ein fröhlich, fruchtiger, floraler Duft. Sehr schön. A Thousand Wishes. Dann haben wir den Beechwood. Den kenne ich auch noch nicht und war wahnsinnig gespannt auf Beechwood. Und das ist ein leicht männlicher, ganz sanfter Holzduft. Edles Duschgel für Männer, kein Sport, Aquamarine oder wie das heißt, Algemarine, Aquamarine, ihr wisst, was ich meine, 1,39 bei Butni. Der riecht sehr schön, also ihr habt hier definitiv das Holz, auf jeden Fall, es ist auch sehr vordergründig, aber dazu kommt so eine leicht Männer-Parfumnote, aber eine edle Parfumnote, es ist nichts Günstiges. Also das finde ich sehr, sehr, sehr lecker. Mal gucken, was da wirklich drin ist. Beechwood. Sie werden diesen beliebten Duft lieben. Von den Elementen gewürzt, diese moderne Mischung aus Vetiver, Salzluft und Treibholz erzeugt einen faszinierenden Duft. Und ich glaube, dass es der Vetiver ist, der mich da in die Männer-Parfum-Richtung gehen lässt. Weil das ist eine Substanz, die in sehr vielen Männer-Parfums drin ist. Ja, sehr lecker. Große Empfehlung, gerade wenn ihr auch männliche Düfte mögt. Sehr lecker. Febreze Hawaiian. Ich glaube, den hatte sie schon mal. Ich bin der Meinung, ich habe sowas schon mal gesehen. Und das ist ein sehr schöner, frischer, fruchtiger Duft. Also ich finde, man könnte bei Febreze denken, es riecht nach Weichspüler oder halt Textilerfrischer. Ich habe hier aber überhaupt gar keine Cotton-Note oder so, was ich jetzt erwartet hätte. Ich habe hier einfach eine richtig schöne, fruchtig-florale Note.
so ein bisschen tropische florale Noten. Ich sage jetzt mal Orchidee, Frangipani, diese Fraktion. Und nichts Nationales, sage ich jetzt mal. Sehr schön, sehr, sehr lieblich, sehr weich, sehr weiblich. Gefällt mir gut für Bres Hawaiian. Ebenfalls eine lange Beschreibung. Frisch, sauber und schön. Schimmernde Tropfen süßer Zitrusfrüchte und Morgentau mischen sich mit tropischen Früchten, während dieser exotische Duft blüht. Ein üppiges Bouquet aus hellem Hibiskus und Sternjasmin verbindet sich mit frischer Mango, während sich erdige Akzente von Patchouli und grüner Rebe der Signatur des Duftes Textur verleihen. Anhaltende Noten von weißem Moschus mischen sich mit einem Hauch von Kokosnuss und warmem Holz an der Basis des Duftes. Also ich nehme tatsächlich einfach die Früchte und das Obst wahr. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner, floraler Fruchtduft. Der gefällt mir außerordentlich gut, auf den freue ich mich auch sehr. Oh, eine altbekannte Liebe ist der Gingham. Ich weiß, mich zu erinnern, dass das so ein Ding ist, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich kann es gar nicht verstehen, wie man den hassen kann, denn es ist der perfekte Frühlingsduft, Leute. Oh, ein so schönes Ding. Das ist ein richtig schön sauberer, grüner, aber nicht Kerrygold, irische Wiese, grün, sondern das ist ein zitrischer, grüner Duft, limettig, fröhlich, einfach nur toll. Es ist für mich ein Zitrusduft, ein grüner Zitrusduft. Oh, ein Träumchen, ich liebe Gingham, mega. Gingham, wir haben wieder einen Roman, Leute. Eine frische Mischung aus hellen Blumen und einem Hauch süßer Zitrusfrüchte. Noten von blauer Fräsige, das Böttchen liebt sich ihre Fräsige, süßer Clementine und zartvioletten Blütenblättern. Frisch, feminin, sauber, knackig, so werden sie diesen sagenhaften Duft nicht widerstehen können. Er ist wirklich unglaublich. Kopfnoten von Mango, Nektarine und Blutorange, die Herznoten sind Wasserblumen, Himbeerblüten und Pomarosa. Die Basisnoten sind Sandelholz und exotischer Moschus. Und Leute, da ist ja einiges los im Töpfchen, ne? Muss man mal sagen. Aber also, wenn ihr einen Duft schon mal bestellt und an mich denkt, dann ist es der Gingham. Probiert ihn aus. Wenn ihr frische, grüne Düfte mögt, dann haben wir Vanilla, Lace and Pearls. Der hat mich von der Beschreibung sehr, sehr, sehr angesprochen. Ich bin gespannt jetzt, wie er duftet. Es gibt nämlich von Yankee Candle einen Duft, der heißt irgendwas mit White Lace, ist aus der Home Inspirations Reihe. Und der, da habe ich gleich dran gedacht, als ich das gelesen habe. Und der ist mir tendenziell ein Ticken zu musky. Ich bin sehr gespannt, ob hier ein muskiger Akkord drin ist. Wir sind gespannt. Los geht's. Oh, nein. Oh nein, Leute. Oh. Oh mein Gott. Wenn ihr Vanilledüfte liebt. Wenn ihr cremige Vanilledüfte liebt, Leute. Bestellt euch den. Ihr werdet den lieben. Ich lege da die Hand für ins Feuer, wirklich. Das ist ein ganz sanfter, süß, cremiger Vanilleduft. Oh, ich könnte da reinbeißen. Und erstaunlicherweise, so kalt geschnuppert, recht intensiv. Wir wissen alle, Vanilledüfte sind eine Bitch. Die sind gerne mal ein bisschen leicht. Der Vanilla Lace and Pearls, und ich rieche hier witzigerweise null Musk. Null. Also es ist einfach ein super schöner, parfümiger, cremiger Vanilleduft. Oh Gott, ich bin total verliebt gerade. Vanilla Lace and Pearls. Dieses Duftöl ist eine Mischung aus französischer Vanille und afrikanischer Vanille auf einer Trockenheit aus süßer Blume und Moschus. Ein Bestseller. Total zu Recht Bestseller, unterschreibe ich. Den Moschus rieche ich null. Null. Vielleicht gibt der dem Ganzen aber dieses parfümig-cremige einfach.
Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und Leute, wir haben noch so viel. Ich hoffe, ihr habt euch Snacks mitgebracht. Mahagoni Teakwood. Und dann wollen wir mal schnubbern. Oh, ich muss ja sagen, dass ich bewusst noch kein Mahagoni Teakwood gerochen habe. Ich weiß, dass viele den mögen, gerade von Bath & Body Works ist der ja sehr bekannt und sehr beliebt. Ich habe da bisher irgendwie, bin ich immer vorbeigelaufen. Aber Leute, ebenfalls walhölzernd, leicht männlich, aber im Gegensatz zu dem Beechwood ist das hier der Christian Grey des Duftes, ja? Ihr habt hier einen sehr erwachsenen, so leicht würzig riechenden Mann. Definitiv eine leicht männliche Note, aber das kommt alleine schon wegen des Holzes, finde ich. Und ihr habt hier halt wirklich eine richtig schöne, gewürzige Note mit dran. Oh, das ist hier wirklich, das ist der Gentleman, Leute. Oh, den möchte ich mir auf den Körper schmieren. Oh, schön, schön. Mahagoni Teakwood. Sehr, sehr lecker. Wir lesen mal. Eine fabelhafte Mischung aus Mahagoni, Zedernholz und Eiche mit Kopfnoten von frischem Lavendel und Geranium. Der perfekte Unisex-Duft. Eine gemütliche Mischung aus frischem Holz mit Lavendel und Geranium. Floral nehme ich hier null wahr. Null. Null. Ich habe hier eher eine sehr schön stark hölzernd gewürzige Note. Sehr, sehr lecker. Ich freue mich. Baby Graceful. Kenne ich nicht. Noch nie gehört. Oh, okay. Okay. Grüner, frischer Duft. Sehr grün. Geht so in, ohne dass ich weiß, was drin ist, denke ich an Maiglöckchen. Aber auch sowas wie Aloe. Also dieses wässrig-aquatische, wisst ihr, wie ich meine? Sehr interessant. Nicht mein Favorit, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob Aloe oder sowas drin ist. Oder Gurke. Oder also irgendwo dieses frisch-aquatische, wisst ihr, was ich meine? Dieses wässrige, das rieche ich hier. Sehr spannend. Wir gucken mal rein. Dieses Duftöl ist eine schöne Kopie eines beliebten Duftes. Keine Ahnung, welcher das ist übrigens. Dieser Duft ist ein frischer Akkord, der weibliche Noten von Mimosenblüten, Mohn, Pfeffer, weißem Holz, frischem Grün und Moschus kombiniert. Witzig. Null davon. Hier landet gerade eine Ente in meinem Vorgarten. Wollte ich euch sagen. Nein, zwei. Verrückte Zeiten. Sehr interessant. Also mich würde mal interessieren, kennt ihr das Parfum, um was es sich handelt? Ich kenne es nicht. Ich rieche es auch nicht raus. Also ich habe es dann auch, glaube ich, wohl noch nicht besessen. Sehr spannend. Also ich glaube, der gefällt auch vielen, die so aquatisch frische grüne Düfte mögen tatsächlich. Meins ist es jetzt nicht so, aber auch den werde ich testen. Honey and Lavender. Ich habe, was ich ganz lustig finde, ich habe diesen Honig-Lavendelduft irgendwie kräuteriger erwartet. Und der ist aber, der hat so ein bisschen so ein Bonsche-Anklang. Das finde ich sehr witzig. Vielleicht liegt das an der Art Honig, die da als Duftöl drin ist. Also ihr riecht den Lavendel und ich glaube, es ist auch ein krautiger Lavendel, aber der ist ganz doll eingenebelt in so parfümig floralen Honig. Sehr spannend. Und da habe ich auch gleich zwei Größen, die ich euch zeigen kann. Zum einen den Sandshot und zum anderen die Waffel. Ich habe beide Größen bekommen. Lavender, Honey, Honey, Lavender. Man sollte es vielleicht auch richtig lesen, Birtchen. Also Honey, Lavender. Kriegt ihr in beiden Größen. Also von daher sehr schön. Ich mag den sehr. Ich mag den sehr. Er hat, wie gesagt, so einen ganz kleinen Bonsche-Anklang. Keine Ahnung, wo der herkommt. So ein bisschen was von dem, kennt ihr diese Honig-Salbei-Bonbons, die es gibt von, sind die von M. Eukal? Ich weiß es gar nicht genau. So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr die kennt, so müsst ihr euch das vorstellen. So eine gewisse Bonsche
Note. Sehr, sehr lecker. Wir lesen mal, was wirklich drin ist. Honey Lavender, ein erfrischender Lavendelgenuss, der vor Geschmack strotzt und mit kühlen Beeren und warmen Honig gekrönt ist. Vielleicht sind die Beeren das, die das Bonsche-mäßig machen. Ein herrlich aromatisches Bouquet aus französischem Lavendel mit Brombeeren, Himbeeren, süßer cremiger Vanille, Tonkabohne und sonnenverwöhntem Honig wird kombiniert, um diesen fabelhaften Duft zu kreieren. Und es sind dann sicher die Beeren, die das für mich so Bonsche-mäßig machen. Sehr, sehr lecker. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Riecht toll. Cotton Candy. Und da kann ich euch sagen, Cotton Candy, da habe ich zwei Töpfchen gehabt und ich habe hier in diesen Lampen, ich sehe eine noch hier, habe ich den drin. Und Leute, das ist einer der intensivsten und schönsten Cotton Candy Düfte, die ich kenne. Er hat keine Beerennote für mich. Es ist einfach warmer, rosa Zucker in ganz fein, luftig gewebt. Toll, toll, toll. Zucker, so vanillig, zuckrig, aber nicht zu sehr vanillig und für mich keine wirklich ausgeprägte Beerennote. Und das finde ich überragend. Wenn ihr sowas wie Pink Sugar mögt, ist das sichere Bank. Könnt ihr bestellen. Mega. Cotton Candy, Zuckerwatte, Vanillaroma mit leicht fruchtigen Noten. Ist es. Ganz leicht fruchtige Noten, kaum fruchtige Noten. Und vor allem nicht diese mega Beerennote, die ganz oft in Cotton Candy Düften drin ist. Oh, holt ihn euch. Vanilla Grape Cloud. Da sage ich gleich, Traubendüfte und ich. Traube hat für mich immer eine sehr künstliche Note. Ja, es geht. Also auch die nehme ich hier wahr. Ihr habt hier so dieses künstliche Weingummi-Nötlein. Und dann habt ihr aber auch so was Frisches da drin. Ich würde sagen, was leicht Aquatisches oder so. Und er ist süß. Er ist einfach süß. Also wenn ihr solche Weingummidüfte mögt, dann bin ich relativ überzeugt, dass ihr Vanilla Grape Cloud mögen werdet. Die Vanille übrigens, die rieche ich hier nicht so raus. Also es sitzt ein Erpel vor meinem Fenster. Die Vanille rieche ich nicht raus. Es ist aber wahrscheinlich einfach dieses Süße, was ich wahrnehme. Sehr lecker, aber eben auch diese für mich typische, leicht künstliche Traubennote. Vanilla Grape Cloud. Ein berührender Duft von süßer Traube trifft auf einen Hauch Vanille. Dieser Duft berührt die Sinne. Ja, also wird nicht mein Favorit. Werde ich mir aber wahrscheinlich trotzdem mal ins Lämpchen hauen. Oder er kommt in eine Verlosung. Ihr wisst Bescheid. Ja, er ist für einen Traubenduft für mich gut, aber wird definitiv nicht mein Favorit. Birthday Cake. Und ich muss euch sagen, als gestern das Paket ankam, war das der Duft, wo ich leider dran riechen musste. Ich musste leider dran riechen, weil das der Duft aus dem Line-up war, der mich am meisten interessiert hat. Ich liebe Vanilledüfte, ich liebe Muffindüfte, ich liebe Birthday Cake Düfte und ich finde, es gibt sie ganz, ganz wenig in einem sehr ausgewogenen Maß. Ich mag ihn. Ich liebe ihn nicht. Ich sage euch auch genau warum. Und zwar, also er riecht gut. Er riecht definitiv gut. Und ich glaube, ich werde ihn wirklich mögen, wenn er warm ist. Wenn er kalt ist, hat er eine sehr vanillige und vor allem eine sehr buttrige Note. Also ihr habt hier, finde ich, ein bisschen zu wenig Teigduft und ein bisschen zu viel Frosting, Vanillecreme-Duft. Ich finde, so ein richtiger Birthday Cake, das ist halt kein Vanille-Cupcake, sondern das ist halt so ein ganz klassischer Vanille-Rührteig-Duft. Wisst ihr, wie ich meine? Wo man ein bisschen das Ei riecht und man riecht den Teig und man riecht Vanille. Und der hier ist definitiv schön, ist für mich aber eher ein Vanille-Frosting-Duft. Lecker, aber wenn ihr zum Beispiel schwierig seid mit diesen opulenten, buttrigen Noten, dann würde ich die Finger davon lassen, weil ich finde, der ist sehr buttrig.
Ich mag's, aber eine kleine Warnung an der Stelle, weil ich weiß, dass viele mit Butterdüften immer eine Problematik haben, weil der auch manchmal ranzig rüberkommt. Das ist es hier aber nicht. Ihr habt definitiv eine richtig schöne, frische Buttercreme. Sehr lecker. Und ich denke mal, dass vielleicht diese Teignote, die ich jetzt hier so im Kaltgeschnüffelten leicht vermisse, im Warmen noch mehr durchkommen wird. Ich bin gespannt und ich freue mich wahnsinnig drauf, ihn zu testen. Das werde ich heute gleich tun. Und dann sage ich euch mal die Beschreibung von Jenny. Birthday Cake ist ein toller Kuchenduft mit einem Unterton von Vanille. Ja. Und ich finde halt, mir fehlt ein bisschen der Kuchen. Aber trotzdem schöner Duft und ich freue mich, ihn gleich zu testen. Dann habe ich Plumeria. Ich weiß, es ist eine Blüte oder eine Pflanze. Und es ist eine sehr saubere Pflanze. Also es geht so ein bisschen in diese Waschmittelrichtung für mich. Also ich habe definitiv dieses ganz leicht brutzlige, was Waschmitteldüfte haben. Ich mag das, weil das ja gleich einfach sauber ist. Ja, sehr lecker, sehr floral, sehr intensiv. Wenn ihr bei floralen Düften zu Kopfschmerzen neigt, wäre das einer, den ich vielleicht umgehen würde. Weil der ist schon, der knallt schon rein. Also so schon kalt geduftet, ist das wirklich einer, der schlägt euch das Brett ins Gesicht. Ich finde ihn trotzdem sehr ansprechend, weil er eben diesen frische Wäscheakkord hat. Wir lesen mal, was wirklich drin ist. Plumeria, ein saftiger Komplex aus Pfirsichen und Ananas mit einer blumigen und würzigen Note. Null. Null, 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 hätte ich das rausgebrochen. Es ist manchmal so spannend, finde ich, was man selber riecht und was wirklich drin steckt. Ich nehme es nicht zurück. Ich rieche hier null Frucht. Ich rieche starke florale Noten und ich rieche Waschmittel. Genau das. Trotzdem lecker, aber intensiv. Dann haben wir Avo Bath. Oh, Avo Bath? Wieso heißt du Avo Bath? Bei dem Namen habe ich an Avocado gedacht. Das ist original. Nimm zwei, ich nehme ja immer gerne zwei. Also die Bon Cheese, den Vergleich. Leute, ich reg mich wieder um Kopf und Kragen. Und zwar der Zitronen Nimm zwei. Original als Duft. Zitrus, Zucker, das ist es. Vielleicht noch eine ganz, ganz leicht kräuterige Note, von der ich mich gerade frage, wo du herkommst. Oh, Heidewitzka. Mega. Wenn ihr frische Düfte, frische Bonsche-Düfte mögt, weltbester Zitrusduft, den ich seit langem gerochen habe. Mega. Avo Bath. Zitronengras und Nelke werden in dieser botanisch inspirierenden Mischung mit Lavendel gemischt. Reiches Holz führt zu den Grundschichten des Moschus für eine anhaltende Weichheit. Oh, Freunde, den müsst ihr euch auf jeden Fall bestellen. Der ist große Empfehlung. Große Empfehlung. Dann haben wir Black Cherry Mellow. Den hatte ich schon mal. Das ist was für alle, die Kirschdüfte lieben. Der hat so ein bisschen Hustensaft. Der hat keine Mandel für mich. Also der hat so dieses Kinder-M-Eukal. Ganz krasses Kinder-M-Eukal. Wenn ihr die Bonbons mögt und liebt, dann ist das euer Duft. Sehr lecker, sehr intensiv. Wie gesagt, es ist keine authentische Kirsche. Es ist mehr Kirschsirup, Kirschlolli, Kirsche, also Kinder-M-Eukal. Das ist das. Sehr lecker. Black Cherry Merlot. Sie werden diese süchtig machende Mischung aus dunkler Kirsche, schwarzer Himbeere und üppigem Merlot lieben. Ihr habt hier gar keinen Wein. Also überhaupt gar keine Weinnote. Der Himmel in einem Duft. Kopfnoten von Kirschenfrüchten und Zitrusfrüchten. Die Herznoten sind leicht blumig und süße schwarze Himbeere mit einer Basis aus leicht pudrigem Moschus. Es ist Kinder im Orkal. Sehr lecker. Ich mag den. Wenn ihr sowas mögt, schaut ihn euch an. Velvet Sugar. Velvet Sugar? Velvet Suede Düfte kenne ich. Velvet Sugar jetzt eigentlich nicht. Okay, das ist ein, es ist ein Pink Sugar Duft, sage ich jetzt mal. Aber der hat sowas Vanilliges mit bei. Und irgendwas noch.
was Bäriges? Also der ist dem Cotton Candy nicht unähnlich, aber der hat irgendeine andere Note noch mit drin. Naja, wir schauen mal, was die Jenny sagt. Eine üppige Mischung aus roter Samtcreme und goldener Pflaume mit einem Wirbel aus gezuckertem Moschus, rosa Jasmin und Waldbeeren. Und Walderdbeeren. Zu viel ist nie genug. Dieser Duft ist süß und sexy. Ja, also er ist fruchtiger. Ja, sie hat recht. Er ist fruchtiger als der Cotton Candy. Aber auch nicht zu fruchtig. Dieses Velvet rieche ich jetzt nicht raus. Also dieses Samtige. Aber er ist sehr, sehr, sehr lecker. Also ja, wenn ihr solche Pink Sugar Düfte mögt, dann seid ihr hier auch an der richtigen Adresse. Flying Fox. Ein weiteres Make-up. Okay, so riecht also ein fliegender Fuchs. Der fliegende Fuchs riecht ozonig, frisch. Ein bisschen hölzern für mich. Der Duft erinnert mich an irgendwas. Und ein bisschen nach frischer Wäsche. Also wir werden mal checken, was da wirklich drin ist. Ach doch, ein bisschen passt schon. Saubere, frische und florale Kopfnoten. Jasmin, Rose, Ilang Ilang und Maiglöckchen als Herznoten und erdige und süße Vanille. Die Vanille rieche ich null. Ich hätte jetzt gedacht, dass da mehr irgendwie sowas wie Sandelholz drinnen ist. Ja, spannend. Nicht mein Favorit, definitiv nicht mein Favorit, aber spannend, dass ein fliegender Fuchs da riecht. Dann habe ich Sea Salt and Orchid. Ja, typischer Meeressalz-Treibholzduft, sage ich jetzt mal. Ich suche die Orchidee. Also ihr habt hier was Wässriges, was auch leicht Zitrisches für mich. Definitiv das Salz, aber ihr habt hier auch wieder diese Gurke-Aloe-Geschichte. Ich rieche hier tatsächlich nichts wirklich Florales raus. Okay, also ich glaube, das ist, den werden viele im Bad mögen. Und falls ihr florale Düfte nicht mögt, lasst euch hiervon nicht beirren. Der riecht nicht floral für mich. Also der riecht für mich nach einem aquatischen Seesalzduft. Sea Salt in Orchid. Ein erstaunlich frischer Wasserduft mit Kopfnoten von sanfter rosa Grapefruit. Rieche ich nicht. Salzwassernebel und Zitronenschale. Das rieche ich definitiv. Gefolgt von Herznoten von Strandlilie, Lotusblüte und Seegras. Sitzen auf abgerundeten Basisnoten von sonnengebleichtem Treibholz, Bernsteinsand und Magnolienblüten. Also so abwegig war es nicht. Also auch das Holz, was ich anfangs sagte, was ich dann aber nicht mehr wahrgenommen habe, ist vorhanden. Aber die Blüten nehme ich jetzt persönlich nicht so wahr. Trotzdem sehr schöner Duft, perfekt fürs Bad. Game, kenne ich schon, mag ich sehr. Typischer scharfer Wäscheduft. Typischer amerikanischer Wäscheduft. Der hat so dieses brutzlige, richtig saubere Waschmittelaroma. Ganz, ganz lecker. Ich mag den sehr. Game. Frische Zitrusblüten vermischen sich mit Waldfarn und weichen Holznoten in diesem klassischen Waschmittelduft. Ein Sommerblumenakkord fügt Weichheit in die Unterseite hinzu. Klarer Moschus schafft Substantivität. Ein Waschmittelduft, ein wunderschöner Waschmittelduft. Dann haben wir den Karma. Der Karma, den kenne ich schon, das ist für mich ein richtig schöner Vanilleduft. Hat aber so eine leichte Butternote noch mit bei für mich. Und das ist es. Vanille, Foodie-Vanille, Butter. Oh, lecker, 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 lecker. Sehr lecker. Karma. Sexy und geheimnisvoll. Okay. Eine verführerische Mischung aus reichem, warmen Bernstein mit Vanille und süßem Moschus, die die Grundnoten ausgleicht. Ein Duft, der ihre mystische Aura hervorhebt. Süß und sexy mit einem wunderbaren Duftwurf. Ich rieche Vanille und ich rieche leichte Butter. Sehr, sehr schön, sehr, sehr lecker. Wenn ihr Vanilledüfte mögt und auch Foodie-Vanilledüfte mögt, guckt euch den an. Dann haben wir Cashmere Petals.
Ob ich den schon mal hatte, weiß ich gar nicht. Oh, das ist für mich ein Musky-Duft. Definitiv Kaschmir-Musk-Clouds. Der hat was leicht Seifiges. So ein bisschen Omi-Schminkkomödchen. Pudrig-seifig, leicht floral und Musk. Das ist wieder so ein gehobener Dame-Duft. Das erinnert mich an so ein richtig schönes, antikes Puderdöschen. Ja, Kashmir Petals, sehr, sehr nett. Kashmir Petals, eine wunderschöne Mischung aus weißer Grapefruit, Ambra-Moschus, weicher Bergamotte, Winteramaryllis, gefrosteter Perle, was auch immer, wie auch immer eine gefrostete Perle riecht, ne? Aber gut. Französischem Immergrün, Teerose, Kaschmir, Shea und warmer Zeder. Nichts davon hätte ich so rausgebrochen. Es erinnert mich wahnsinnig an eine richtig schöne antike Schminkkommode mit dem, mit diesem leicht, ich weiß nicht, wie ich das nett ausdrücken soll, mit diesem speziellen Duft, der euch an eure Omi denken lässt. Und zwar im guten, pudrig, musky, warm, einlullernd. Schön, ich mag den. Ich mag solche Düfte aber auch, ne? Iced Lemon Cookie. Oh. Oh. Ich rieche Zucchini Bread. Es ist sicher kein Zucchini Bread drin. Aber ich bin gespannt, wie ich den warm finde. Also, ihr habt hier definitiv den Kuchen, der im Birthday Cake fehlt. Dieses hier ist für mich eher ein Birthday Cake, obwohl es ein Zitronen-Cookie ist, als der Birthday Cake, weil hier der Kuchenteig prägnant ist. Also, ihr habt hier ganz, ganz krass, das ist ein Rühr-Zitronenkuchen. Ungebacken aus der Rührschüssel. Mega. Und ich mag Zucchini Bread nicht, deswegen bin ich schlecht reingestartet. Aber das hat halt so dieses Backwaren-Aroma. Sehr, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr, sehr lecker. Iced Lemon Cookie ist für mich eher, wie gesagt, ein Rührteig als ein Cookie. Aber, und die Beschreibung lautet: Zitronensaft, Zitronenschale, ein Hauch von Bergamotte mit knusprigen Pekannüssen, Butter, Mandeln, süßer Milch und braunem Zucker auf einer fabelhaften Zuckerkekskruste. Also, Pekannüsse rieche ich nicht raus. Butter rieche ich nicht raus. Mandeln rieche ich nicht raus. Aber das sind wahrscheinlich alles Komponenten aus dem Kuchenteig. Ich rieche einfach nur einen köstlichen Zitronenrührteig. Roh, außer Rührschüssel, mit einem Schaber genascht. Das rieche ich hier. Iced Lemon Cookie. Mega lecker. Dann habe ich Banana Bubblegum. Oh Leute, da gehen bei mir die Alarmglocken aber sowas von an. Ich hasse ja Bananen zu essen. Also null. Und Bubblegum ist bei mir auch schwierig. Aber im letzten Restore gab es den Bubblegum Duft. Und den mochte ich sehr. Weil das nämlich einfach das Fruity Wrigley's Kaugummi, das Gelbe von früher, ich weiß gar nicht, gibt es das noch? So riecht das. Und das ist einfach dieses Kaugummi mit einer etwas hervorgehobenen Bananennote. Aber tatsächlich nicht viel mehr. Also das ist einer, den könnte ich mir auch geben. Ihr habt hier halt dieses Fruity Wrigley's Kaugummi, das Gelbe von früher in den Streifen. Und dann habt ihr ein bisschen Schaumbanane. Aber nicht zu viel, nur ein bisschen. Sehr lecker, schöner Bubblegum-Duft. Schöner Bubblegum-Fruchtduft. Genau, sehr lecker. Banana Bubblegum. Ein leckerer, außergewöhnlicher Duft, der für die wahren Naschkatzen ein Highlight ist. Und der allzu bekannte Kaugummi-Duft trifft auf Banane. Einfach ein Gaumenschmauz. Süß. Yummy. Ja, sehr lecker, würde ich so unterschreiben. Dann habe ich den Coconut Sandalwood. Den habe ich von Jenny. Den kenne ich. Es ist nicht mein Duft. Es ist ein richtig schön cremiger Kokosnussduft. Ihr habt Kokos, Nuss, die Nuss, nicht das Wasser, sondern die Nuss. Ihr habt halt auch dieses Fleisch, Kokosnussfleisch.
Und dieses Sandelholz macht es einfach cremig. Es rundet das Ganze ab. Das ist ein sehr sanfter Duft, gut wahrnehmbar, aber sanft. Und das ist halt auch, man muss diese nussigen Kokosnussdüfte mögen. Und ich bin mit Kokosnuss, ich mag das immer, wenn es eine Komponente von vielen ist. Wenn es eine Hauptkomponente ist, dann ist es bei mir immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, den mögen viele, weil gerade dieses Sandelholz, das macht es einfach unfassbar rund. Ne? Aber wie gesagt, ich komme auf die Kokosnuss nicht so klar. Coconut Sandalwood. Ich liebe diesen sexy und raffinierten Duft. Trockene, holzige Kopfnoten aus Zeder und Sandelholz mit vermischten Noten von Kokosnuss und weichen, moschusartigen Grundnoten. Dieser Duft ist keineswegs ein Kraftpaket, aber machen Sie keinen Fehler. Er füllt einen Raum in weniger als 20 Minuten mit einem sinnlich cremigen Aroma. Es ist sexy, süß und sehr charismatisch. Das ist definitiv ein Hauch wert. Ja, es ist, wie ich sagte, ein sanfter Duft, aber wahrnehmbar. Und genau wie sie es geschrieben hat, genauso ist es einfach. Ne? Also wie gesagt, wegen der Kokosnuss nicht mein Favorit, aber trotzdem ein schöner Duft. Und dann kommen wir zum letzten Made Cup. Und dann kommen wir zu weiteren Förmchen. Und das ist der Citrine Cedarwood. Ich nehme mal an, ein zitroniger Holzduft. Oh, witzig. Nee, es ist ein männlicher Duft. Ja gut, Zedernholz ist immer recht männlich. Oh, das ist so ein Parfum, das könnte Herr Biloma tragen. Ihr habt hier so wieder dieses hölzerne Zedernholz. Dann vermute ich aber mal, es ist nicht Zitrone, sondern sowas wie Bergamotte oder Vetiver, was den Ganzen wieder dieses männliche gibt. Das ist ein sehr schöner, maskuliner Duft. Ich glaube, den werden viele mögen, auch wieder nicht dieses aquatisch billige Duschgel, sondern eher etwas würzig hölzernes. Sehr lecker. Wir gucken mal, was in der Beschreibung steht. Citrine Cedarwood. Schimmernde Zitrusfrüchte werden mit wässrigen Tönen akzentuiert, um dieser reichen Holzmischung Glanz zu verleihen. Zedernholz mischt sich mit einem Hauch von Lavendel und Patchouli, während weiche Moos- und Moschuschichten, schwierig, also trink das mal mit dreier Tür auf dem Kessel, während weiche Moos- und Moschusschichten zur süßen Basis aus goldenem Bernstein führen. Also so komplex hätte ich gar nicht gedacht, dass er ist. Es ist ein richtig schöner, männlicher Parfumduft. Ganz toll. Lecker. Ich fange mal an mit den Blümchen. So sehen sie aus. Ich rutsche mal ein bisschen dichter, Leute. Das sind so wunderschöne Blümchen. Das ist White Tea and Bergamot. Ja, und ich persönlich, also ihr riecht hier ganz klar den grünen Tee, Weißtee raus. Und ihr habt eine sehr, sehr starke Zitrusnote, was durch diese Bergamotte kommt. Das ist ein sehr frischer Duft. Das ist so ein Duft, den macht ihr an, nachdem ihr gewischt habt. Ist für mich tendenziell auch eher ein Badduft, aber er ist sehr intensiv. Sehr intensiv, nicht mein Favorit an Duft, aber wenn ihr so Grün-Weiß-Tee-Düfte mögt, dann guckt euch den auf jeden Fall an. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr intensiv. Wir gucken mal, was genau drin ist. White Tea and Bergamot. Ein gehobenes, frisches Spa-Aroma mit Kopfnoten aus kalabrischer Bergamotte, Mandarine und rosa Grapefruit, gefolgt von Herznoten von Kardamom, weißem Tee und Stern. Und Sternjasmin. Witzig, da ist ein Punkt. Es geht immer weiter. Sitzen auf Basisnoten von transparentem Bernstein, Tonkabohne und Moschus. Also diese Tonkabohne, den Bernstein, das Moschus rieche ich gar nicht. Ich nehme quasi nur die Kopfnoten wahr. Ja, also wie gesagt, lecker, nicht mein Favorit und eine große Empfehlung für alle, die diese frischen Teedüfte mögen. Dann haben wir diese kleine Herzwaffel. Die finde ich ja persönlich von der Form her immer so mit am schönsten. Ich mag diese Form total gerne. Das ist In the Stars. Da weiß ich gar nicht, ob ich den schon kenne. Aber den mag ich. Ich glaube, den kenne ich noch nicht. Oh, das ist so ein Kuschelduft. Oh, das ist ein richtig schöner Kuschelduft.
Oh, was ist da bloß drin? Also er ist weich, er ist süß, er ist kuschelig. Ich rieche jetzt keine spezielle Frucht raus. Oh, der ist herrlich, der ist herrlich. In the Stars. Wir werden mal lesen, was drin ist. Also so kalt geschnuppert, ohne dass ich euch genau sagen kann, nach was es riecht, ist es eine große Empfehlung für mich, von mir für euch. Weil es ist ein richtig schöner Kuschel-Kaschmir-Vanille-Wolldeckenduft. Ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, was wirklich drin ist. In the Stars. Bringen Sie jeden Moment zum Leuchten mit einem süchtig machenden Duft, der von Anfang bis Ende wie die Sterne umstrahlt. Eine warme, prickelnde Mischung aus Sternblume, Sandelholzmoschus, gezuckertem Tangelo, weißem Agarholz und strahlendem Bernstein. Also wenn das nicht schon eine Symphonie ist, dann weiß ich auch nicht. Große Empfehlung, ebenfalls eine Duftnote, die ich euch auf jeden Fall anrate zu bestellen. Dazu sage ich euch aber am Ende des Videos noch mehr. Dann habe ich Golden Milk and Honey. Das kommt in der kleinen Waffel. Und Golden Milk, ich liebe ja goldene Milch. Oh, alter Falter, Leute. Oh, kennt ihr heiße Milch mit Honig, wie sie eure Mutter euch früher gemacht hat, wenn ihr nicht schlafen konntet? Genau so riecht es. Heiße Milch mit Honig. Ich rieche hier nicht die Gewürze von der goldenen Milch. Also ich rieche weder so dieses Kurkuma, da ist ja auch ein bisschen Pfeffer drin. Diese ganzen Sachen, ein bisschen diese Curry-Mischung, rieche ich nicht so raus. Es ist für mich ein richtig schöner, heiße Milch mit Honigduft. Wunderschön. Genauso wie diese heiße Milch von Mama mit Honig geschmeckt hat, genauso riecht dieses Teilchen hier. Golden Milk and Honey. Mega lecker. Gucken wir mal, was die Jenny schreibt. Ein erstaunliches Aroma von Kurkuma, Gewürzmilch mit Honig. Dieser fabelhafte Duft beginnt mit Kopfnoten von Kokosmilch, Bergamotte und rohem Honig, gefolgt von Herznoten von Nelkenblatt, Zimtblatt und Kardamom. Alle sitzen auf Basisnoten von Ingwer, warmer Milch und Vanille. Witzig. Für das, was da alles stattfindet, nehme ich diese ganzen Gewürze einfach sehr gering wahr. Es ist ein ganz, ganz toller Milchduft, ein ganz authentischer Milchduft. Super cremig, super lecker, super süß mit einem Hauch Gewürz. Mega. Dann habe ich den Spa Deluxe. Der ist mir durchgebrochen, aber das ist die große Tafel, wenn ihr es bestellt. Und das finde ich mega, weil über diesen Duft haben Jenny und ich im Vorwege gesprochen. Und sie sagte, sie kann den ganz schwer beschreiben. Und ich kann es verstehen. Bei einem Spa-Duft erwartet man, finde ich, Salbei, Kräuter, so Lavendel, vielleicht auch was aquatisch Frisches. Und das hat dieses Teil. Null. Ihr riecht hier was Frisches, ja. Aber ihr riecht hier keine Kräuternote. Das ist für mich einfach ein frischer Duft. Ein frischer Duft. Ohne viel Fez, ohne viel Tamtam. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt alles drin ist. Spa Deluxe, wir lesen mal. Das ist geil. Eine inspirierende Mischung aus frischem Salbei, rieche ich nicht, und trendigem Meersalz, rieche ich nicht. Unterstützt von weiß getünchtem Treibholz, vielleicht ein bisschen, ja, bringt sie an einen Ort natürlicher Harmonie. Es ist für mich ein frischer Duft. Das mit dem Treibholz kann ich noch grob nachvollziehen, weil das ist ja auch so ein bisschen erdend, so dieses Hölzerne, ne? Aber Salbei, null. Ich rieche das null. Er ist trotzdem sehr schön. Es ist ein so ein bisschen beruhigender Duft, aber ohne Lavendel. Lecker, ich bin gespannt. Und dann kommen wir zum letzten Duft und zur letzten Form. Ich düftel jetzt ja noch nicht ganz so lange im Verhältnis zu vielen anderen von euch. Und ich habe irgendwie bisher mir nie diese Form zugelegt. Und heute zeige ich euch voller Stolz, wirklich voller Stolz, meinen ersten Cookie.
möchten wir bitte mal die Größe, ja, die Größe dieses Wachs-Cookies begutachten. Das ist crazy. Ich habe die Duftrichtung Warm Vanilla Sugar. Und warum habe ich das wohl gewählt? Ich durfte nämlich eine Duftrichtung von denen, die Jenny als Cookie anbietet, aussuchen, um sie euch präsentieren zu können. Ich behalte ihn jetzt mal nicht zu lange in der Hand. So sieht ein Cookie aus. Das ist ein Geschoss, ja. Und es ist ein Pink Sugar Duft. Wen hätte jetzt hier überrascht? Wäre es was anderes gewesen? Es ist dieser parfümig, leicht beerige Cotton Candy Pink Sugar Duft. Und ich habe jetzt einfach gefühlt ein Kilo davon. Wie viel es genau ist, schreibe ich euch mal unten rein, weil den Wert weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube um die 400 Gramm. Oh Gott, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber ich schreibe es euch, wie gesagt, nochmal unten in die Infobox. Ich schreibe euch, wie gesagt, diese ganzen Infos zu den Preisen und zu den Formen, schreibe ich euch alles unten rein. Oh, lecker, schmecker! Warm Vanilla Sugar. Afrikanische Vanilleschoten, versüßt mit Sandelholz und Kokosnuss auf einer Basis von weißen Blumen. Amen. So, meine Lieben, und dann werde ich euch noch mal einmal meine Duftempfehlungen aus diesem Restock geben. Und zwar die Düfte, die mich aus dem einen oder anderen Grund einfach überrascht haben, die ich einfach liebe und einfach überzeugt haben. Und das sind dann einfach auch wirklich meine absoluten Kaufempfehlungen. Generell habe ich nur gute Erfahrungen mit den Düften von Jenny gemacht. Wie gesagt, nimmt Duftlampen mit einer hohen Wattzahl oder einfach eine Teelichtlampe, damit ihr eine volle Entfaltung habt. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir an euch. Und da muss man dann auch einfach entscheiden, was ist man für ein Typ, was mag man generell. Ich glaube, wenn ihr Düftler seid, wisst ihr das und könnt das auch mittlerweile recht gut einschätzen. Wobei ich gerade da das Gespräch mit einer Düftlernase hatte, die sagte, und da bin ich voll bei ihr, egal, wenn man weiß, ich mag Sandelholz, wird es Düfte geben, wo du denkst, boah, nee, geht gar nicht. Oder du denkst, mein Gott, ich habe auf dich gewartet mein Leben lang. Es ist ganz komisch, ne? Man kann sich halt nicht drauf verlassen, aber ich glaube, so eine Grundtendenz haben wir alle. Und ich zeige euch jetzt einfach meine absoluten Duftempfehlungen aus diesem Restock. Ich beginne mit Mahogany Teakwood. Der hat mich sehr überrascht kalt geduftet. Weil das einfach ein richtig schön würziger, sexy Mann ist. Und ich, ja, das mag ich. Das mag ich und dementsprechend ist es eine Empfehlung. Dann natürlich, ihr konntet es meiner Reaktion entnehmen, Vanilla Lace and Pearls. Leute, die schießt einen aus dem Höschen. Alter, was für ein schöner Duft. Wunderschöner Vanilleduft. Ich kann da nicht mehr zu sagen. Cotton Candy. Ich habe es vorhin schon gesagt, einer der schönsten Cotton Candy Düfte, weil einfach Cotton Candy drin ist und nicht nur draufsteht. Und ich mag den total. Mega schön, mega lecker für alle Pink Sugar Libaba. Große Empfehlung. Iced Lemon Cookie. Das ist für mich ein Geburtstagskuchen. Ich kenne das auch, Zitronenkuchen zum Geburtstag zu haben. Das ist für mich ein authentischer Birthday Cake mit Zitronennote. Ein richtig schöner Rührteig mit Zitrone. Überragend. Avobath. Große Überraschung. Ich hatte einen Avocado-Duft erwartet und bekam einen der schönsten Zitrusdüfte, die ich jemals gerochen habe. Nimm zwei Zitrone. So wie es schmeckt, riecht dieses Teil überragend. Gingham. Es geht für mich leider einfach nichts ohne Gingham für den Frühling. Das ist ein authentischer, grüner, zitrisch frischer Frühlingsduft. Das ist perfekt für den Frühlingsputz und ich liebe, liebe, liebe den. In the Stars. Große Überraschung, kannte ich noch nicht. Ein richtig schöner Kuschelmuschel-Vanilleduft. Ganz, ganz, ganz toll. Leicht mystisch. Einfach schön für Frühlingskuschelabende. Und entschuldigt bitte, Golden Milk and Honey. Ohne den geht hier heute nichts, weil es einfach eine heiße Milch mit Honig von eurer Mama ist.
So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, freue ich mich wahnsinnig über Daumen nach oben. Alle Infos zum Shop, zum Restock, zu Preisen und Formen werde ich euch, wie gesagt, unten in die Infobox verlinken. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Die Jenny hat übrigens auch eine Traumdüfte-Facebook-Gruppe. Auch die werde ich euch unten verlinken. Genau, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als ich drücke euch, schicke euch wahnsinnig viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.